So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Bioshock Infinite mit eurem Allison Burger. Wir verlassen jetzt die Battleship Bay und gehen in einen neuen Bereich, Solidus Field. Okay, so nennt sich das Ding also. Eine Runde schaffe ich heute noch zum Aufnehmen. Danach ist erstmal Sensi im Schacht. Aber so viel Zeit haben wir noch. Ach, die beiden Typen sind auch wieder hier. Ich will meine Pumpy haben. Finde ich geiler. Oh, ein Waffenautomat. Magazinvergrößerung und Schadenboost. Den Schadenboost würde ich gerne nehmen. Schadenboost ist immer gut. Ist jetzt zwar von der Waffe, aber ist egal. Soldiers Field, erbaut 1903 von der Hand unseres Propheten. Oh. Was interessieren einen Propheten Jahrmarkt, Boden und Karusselle? Das Ganze dient dazu, Kinder an den Dienst am Staat zu gewöhnen. Du meinst ans Militär? Lernt ein Kind auf dem rechten Pfad zu wandeln, so weicht es auch im Alter nicht davon ab. Ist das von dir? Nein. Richtige Lockpicks finde, kriege ich die Tür vielleicht auf. Ein Schloss. Ich habe auf der anderen Seite was Interessantes gesehen. Echt? Bitte? Oh, eine Infusion. Schild aber noch gar nicht. Wir nehmen Schild. Gut. Aber schon, okay. Oh, was haben wir denn hier? Oh, geil, ey, die will ich haben. Voxophon. Die Zeit im Comstock House war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Oh, fünf Lockpicks. Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Ups. Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Warum habe ich das Ding kaputt gemacht? War dämlich von mir. Naja, egal. Shock Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ja. Mal gerade gesehen. Oh, ein Salzautomat. Gib mal her. Hol ich mal meine Krähen bereit und dann... Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs ins Dock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Ups. Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Erstmal umsehen. Umsehen. Wie diesen finden wir bestimmt was Nützliches. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches... Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten. Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys! Habe ich einen Hot Dog gekauft hier? Hot Dog! Hotdog! Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Hm. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Hier gibt es Zuckerwatte! Zuckerwatte! Ist mir egal!
Oh, ein Verkaufsautomat. So, Ammo für den Karabiner benötigen wir auch jetzt inzwischen. Da, wo müssen wir eigentlich hin? Ah, da hinten hin. Nee, guck ich erstmal nicht. Da gehen wir erstmal nicht lang, ich bin so weit weg. Schlaukopf und Schwachkopf. Sie wissen doch. Denk dran, sei kein Schwachkopf. Wie kann man das nicht kennen? Muss was speziell Kolumbianisches sein. Oh, als Kind habe ich diese Geschichten geliebt. Oh ja. Sie sind ein bisschen verstörend. Ach, was du nicht sagst. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Hab für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Was war denn da? Selber hallo. Die Hände so, dass ich sie sehen kann. Leg die sofort wieder zurück. Ich sag das nicht nochmal. Ich hätte sie gerne. Ich hab dich gewarnt! Boah, geil! War ja kein Problem. Die Waffe hätte ich nur gerne. Okay. Erstmal gegen den Strich laufen. Ah, scheiße, bin ich raus. Ich meine, diese Schilder hier back in 5 minutes. Airship. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. War ja klar. Nee, das ist kaputt gegangen, oder was? Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. War ja klar. Der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Oh, was haben wir denn noch hier Schönes? Hier gibt es ja auch noch irgendetwas, oder? Hör ich einfach mal an. Als kleines Mädchen träumte ich oft, ich stünde in einem Raum und sehe ein Mädchen an, das gleichzeitig ich und nicht ich war. Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. So, so. So, Kollegen, komm mal her. Wo bist denn du? War ja kein Problem. Ah, du hast so eine Waffe gehabt. Da lang geht's, habe ich mir noch fast gedacht. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Mach mal Radio aus hier. Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Oh, sorry.
Och, ich kann mir da immer noch nichts von kaufen. Ist ja bitter. Hier, für die Kasse. Oh, danke. Oh, jetzt können wir aber. Oh, jetzt können wir aber was kaufen. Was soll man denn nehmen? Teufelskusshilfe? Hm. Ja, komm, kaufen wir. Kaufen, kaufen, kaufen. Dann machen wir mal so. Das nehme ich da und... Das machen wir so. Oh, Songbird. Stimmt etwas nicht? Scheint so. Nein, nein, geht schon. Oh. Ach, eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Ich öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Ja. Hier. Grundgütiger. Du hast ja wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie! Ich versuch's ja! Schließ sie! Sowas, ein Riss von Songbird geöffnet. Das war ich ja intelligent von dir, Leslie. Ich weiß nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Ja. Was kannst du? Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen dort im Dunst. Von der Welt. Aha. Was der alles sieht. Hm. Ich sehe ihn. Du wirst hier sterben. Waren die hier gerade scheißen? Die waren hier gerade scheißen. Krass. Beim Scheißen überrannt hier. Voll geil. Lockpicks. Juhu. Gibt's hier wieder was zum Knacken? Da! Think Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Ja, natürlich. Fink. Was schämen. Was hast denn du gedacht? Deine Mama-Fabrik? Perfekt getan. Na, so viel war das ja jetzt auch nicht, Lissy. Ein Schloss. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Hm. Mach mal. Fertig. Danke. Es ging aber ziemlich schnell da, muss ich sagen. Ein Voxophon. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Aha. Was uns alles sehen lässt. Wir haben ja allerdings auch noch so ein schönes Ausrüstungsteil. Neuhut. Getriebekopf. Du wirst schwieriger zu entdecken sein von automatisierten Geschützen Zeppelin-motorischen Patriots. Nee.
will ihn nur mitnehmen. Aber nicht anlegen. Dann gefällt mir meist mit einem Chuck-Chucky besser. Was war denn hier? Bockender Bronco. Aha. Und wenn wir zuschlagen, erteilen wir Cornelius Slake eine Lektion. Endlich auf! So, ein bisschen Snipern hier. So kommen die Kollegen nämlich nicht an mich heran. Sie sind hier. Oh, ich hab Zeit. Hey, Booker. Was ist das da? Ach, nö. Was ist das wieder für ein hässliches Vieh? Hier noch einer? Da. Ah, das scheint es gewesen zu sein. Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Aha. Na, wenn du meinst. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Dieser Betrüger, dieser Scharlatan. Ah, wir gucken uns einfach mal gerade mal um, ja. Was ihr heute erlebt habt, Genossen, war erst der Anfang. Zachary Comstock wird unsere Stimme hören. Meine Damen, wir sind verfehlt. Das gefällt mir. Interessant. Aha. Da. Wo? Ach, da, Voxophon, brauche ich das nicht. Hey! Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Eine Chiffre finden, okay. So, ich würde sagen, dass es hier so schön ruhig ist, verabschiede ich mich jetzt mal für diese Folge und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock Infinite. Tschüss!